Das ist wichtig. Also, was ist deine Meinung? Also nochmal, Spoilerwarnung, wer jetzt Game of Thrones die neue Staffel noch nicht gesehen hat, wer sich dafür interessiert, ich würde mal sagen, ein paar Minuten den Stream muten, wir geben dann Bescheid, wenn man wieder zuhören kann. Warten wir kurz, bis die das mitbekommen haben, nicht, dass sie dann dahinter heißen, oh, ich wurde gespoilert. Okay, er kennt's schon, das ist schon mal gut. Ich glaube, Jens macht gerade irgendwas anderes. Ich glaube, der hört gerade nicht zu oder so. Sein Name ist. Ja. Ich habe Flash noch nie gesehen, also nur eine Folge oder so. Nein, ich habe die ja noch nie gesehen, die Serie. Ja, ist richtig. Du hast auch andere wichtige Dinge im Leben noch nicht gesehen, zum Beispiel. Nein, aber da warte ich darauf, dass der im Fernsehen kommt. Kommt bestimmt bald. Nein, der wurde schon mal gezeigt. Zumindest der zweite Teil. Okay, also, Game of Thrones. Wie fandst du das jetzt mit Hodor? Also, wir wissen ja nicht, ob er tot ist oder nicht, wenn wir ihn sterben sehen. Er ist tot. Hast du ihn sterben sehen? Der Wolf ist gestorben. Und, das haben die auch nochmal in... Wolf, aber nicht Hodor. Nein, das haben die aber... Auf Twitter, glaube ich, haben die das heute nochmal offiziell... HBO hat irgendwie auf Twitter heute ein Video rausgehauen zu Hodor. Und bei Rocket Beans meinten die auch, das wäre bestätigt worden von Entwicklern, dass, oder von den Produzenten, ja, dass er tot ist. Keith Harrington hat auch offiziell bestätigt, dass Jon Snow tot ist. Er ist also tot, es ist so, auch wenn du es schade findest. Aber bitte erklär mir nochmal, also ich habe das heute geschrieben, warte mal, kann ich mal kurz verlinken, aber... Also ganz ehrlich, das mit dieser Rückblende, das fand ich ein bisschen schwierig irgendwie. Also, die sind ja... In der Rückblende... Er hat den aktiviert, oder? Ja. Aber hat der den in dem Sinne jetzt aus der... War das ein Zeitsprung, oder was war das? Tja, das sind die Fragen, die die Welt bewegen und nicht. Also, für mich hat das so ausgeschieden, sehen, wie wenn er quasi als Beobachter Bruder übernommen hätte. Und nicht, dass es passiert ist, weil er in der Gegend übernommen hat. Ja, genau. Aber das glaube ich erst das nicht. Ich glaube genau, dass das Zweite nämlich ist, dass er, obwohl er in der Gegenwart ist, dass er trotzdem Auswirkungen auf die Vergangenheit haben kann. Und ich meine, bei Rocket Beans, die hätten gesagt, dass er in dem Sinne Hodor in der Vergangenheit aktiviert hat und dadurch in dem Sinne erstmal Hodor zu dem geworden ist, was er ja letztlich war. Ja? Aber ob das jetzt, also sprich, ob er von der Zukunft jetzt in die Gegenwart, also in die Vergangenheit gegangen ist, um ihn dann zu aktivieren, dass er letztlich so wird, das glaube ich erst nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt so wichtig ist. Ich glaube einfach, dass er tot ist und dass die Szene dazu da war, um rauszufinden, was der Name Hodor denn überhaupt bedeutet. Nämlich, dass es letztlich eben sein Schicksal ist, beziehungsweise seine Bestimmung. Dieses Hold the Door. Ja, aber die Frage ist, was ist mit Bran? Ja, ich meine, der soll jetzt der Typ im Baum werden. Ja. Er ist nicht im Baum. Ja, das. Also ich muss ja sagen, ich fand es halt, also ich fand die Folge halt so super. Aber was mich so ein bisschen gefragt hat, war die ganze Zeit irgendwie. Naja, man hat ihn ja sonst irgendwie immer
Also er ist ja irgendwie in diese alten Geschehnisse da verwickelt worden, also zum Beispiel diese Szene da an dem Turm. Aber er hat ja nie eingegriffen, wobei man ja gesehen hat, als er den Namen seines Vaters gerufen hat, Ned Stark, da war es ja so, als hätte der was gehört. Also vielleicht kann er doch irgendwie, also vielleicht ist er doch so eine Art, dass er mit seinen Kräften in die Gegenwart, in die Vergangenheit irgendwie, zumindest die Leute irgendwie, weiß ich auch nicht, also dass er die irgendwie ergreifen kann, aber was ich halt krass fand, als das mit diesen White Walkern kam, den weißen Wanderern im Deutschen, und als er dann den berührt, und da hat man erstmal gemerkt, okay, das war jetzt, also das ist jetzt nicht nur, dass er zuschaut, sondern er wird jetzt irgendwie aktiv, beziehungsweise der weiße Wanderer wird jetzt aktiv, und das ist ja, glaube ich, der Anführer von denen, oder? Ja, ich glaube schon. Weiß gar nicht, wie der heißt. Ist du der Anführer von denen oder nicht? Ja, das ist der Anführer, aber die Frage, also was mir in der Folge überhaupt nicht gefallen hat, ist die Origin Story von King of the Night. Ja, die war irgendwie so total gerusht. Ja, vor allem die hast du auch einfach so gar nicht richtig verstanden. Und gerade dass dann auch der King of the Night dann das dann gewesen sein soll. Aber ja, sie. Was das der King of the Night gewesen sein soll, das war irgendwie, das ist schon mitbekommen. Ja, das hast du mitbekommen, aber. Triaden, warum die das überhaupt machen? Ich meine, das ist dann so quasi in einem Satz erklärt worden, obwohl überhaupt kein Bild ab war, warum das überhaupt passiert ist. Ja, vielleicht wollen sie das einfach noch nicht. Vielleicht soll das einfach noch geheim gehalten werden. Vielleicht wollen die das einfach noch nicht preisgeben. Kann ja sein. Also, ich meine, man weiß ja vieles immer noch nicht. Aber was ich mich gefragt habe, also ich höre mir ja immer, wenn ich die Folge gesehen habe, höre ich mir immer hier diesen Recap da von Rocket Beans an. Und als es darum ging, um Daenerys Targaryen und ihre Bestimmung, oder es gibt ja irgendwie so, was ist das? Was ist das überhaupt? Ja, so eine Art Saga irgendwie, die wohl eintreffen könnte, oder zumindest geht das wohl in die Richtung. Aber die haben immer von einem gesprochen, der vielleicht noch lebt. Mit Nachname war irgendwas mit F. Ich weiß aber echt nicht mehr, wer das war. Aber ich habe keine Ahnung, was du redest. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das ist halt. Ich glaube, du musst halt auch ein bisschen die Bücher gelesen haben. Hast du die Bücher gelesen? Natürlich nicht. Ja. Das ist auch das Problem an der Serie teilweise, dass die Serie kann halt bestimmte Dinge nicht so ansprechen, weil es dann halt viel zu lang werden würde. Und so sind halt die Bücher gelesen haben, glaube ich, immer klar im Vorteil, weil sie viel Hintergrundwissen immer noch haben. Selbst wenn es sich was verändert. Im Warcraft-Film jetzt, habe ich ja gehört, hat ja Benjen heute gesagt, irgendwie, wobei der jetzt, also der Film wird ja ziemlich zerrissen, also Spiegel Online hat den heute kaputt geschrieben. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen, weil ich mich ja nicht spoilern lassen will. Aber selbst wenn die Serie halt vielleicht zu den Büchern irgendwie anders verläuft, ich habe trotzdem das Gefühl, dass wenn du die Bücher gelesen hast, dass du einfach viel mehr verstehst. Also auch mit diesen Eiseninseln zum Beispiel. Ich meine, Cian Greyjoy, das war ganz cool und so. Aber ich habe immer nicht wirklich verstanden, was die jetzt letztlich ausmacht. Das ist einfach so ein Seefahrervolk oder so ungefähr, aber ja, keine Ahnung. Ich bin halt gespannt, sie haben jetzt noch 5 Folgen. Und generell ist es ja, ab der 9. Folge wird ja Game of Thrones immer. Nee, doch, die 9. Folge ist ja immer die ganz krasse. Und die 10. Folge ist ja eher dann so, dann wird es ein bisschen ruhiger und dann ist die Staffel vorbei. Ich frag mich halt einfach nur, was jetzt in den nächsten Folgen passiert. Also, sie haben halt so viele Schauplätze und sie können eigentlich nicht alle Schauplätze wirklich in vollem Umfang angehen. Also zum Beispiel mit Arya Stark, das ist zum Beispiel etwas, was meiner Meinung nach diese Staffel gar nicht mehr so wichtig sein wird. Oder? Ich glaube schon. Also du meinst, sie wird zu No One und ist dann in dem Sinne komplett Mitglied da, dieser
dieser obskuren des Auftragskiller, was auch immer das da sind. Das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall noch was Interessantes passieren. Ich weiß nicht. Also Arya Stark ist ein überragender Charakter, gerade die Maisie Williams spielt halt super. Aber ich habe das Gefühl, dass es da eben nicht so weitergeht. Aber das Gefühl hatte ich ja auch mit den Daenerys Targaryen. Da ist ja endlich mal jetzt was passiert. Wobei, ehrlich gesagt, da wird auch nicht mehr so wirklich viel passieren, glaube ich. Also sie wird wahrscheinlich nach Meereen zurückkommen und will dann mit den Dothraki halt rüber nach Westeros. Aber sie hat ja immer noch keine Schiffe. Das heißt, sie muss jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas erobern. Weil ich glaube nicht, ja, dass... Die Schiffe war doch der Typ, der dann... Du meinst den Onkel von den Grey Thralls? Ja. Ja. Greyjoy, ja. Ah, da muss ich das mal ändern. Was hatte ich denn da geschrieben? Wenn du änderst, mal kurz. Ja, aber die haben ja jetzt die Schiffe gestohlen. Vielleicht wollen die ja jetzt auch schon dahin. Also Sion und Asher. Ja, was auch die Schiffe waren. Es waren schon verdammt viele Schiffe. Dafür, dass die irgendwie nur so zu 20 da weggelaufen sind, wo nur die restlichen Leute hergekommen sind, so viele Schiffe gesteuert sind. Ja, es also sind jetzt keine 1000, wie er irgendwie bauen will. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja, okay, sagen wir mal, sie bekommt die Schiffe. Aber glaubst du denn wirklich noch, dass sie noch diese Staffel noch rüber segeln wird? Die Staffel? Glaube ich auch nicht. Oder es ist das ist der Cliffhanger am Ende der Staffel. Also ich finde ja super interessant jetzt, was der Tyrion gemacht hat. Also dass er diese Priesterin da gerufen hat. Weil, ja, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das noch irgendwie was Großes wird. Also die Szene fand ich halt echt gut. Also, ja, da bin ich gespannt. Aber sonst... Ja, also sagen wir mal, sie bekommt die Schiffe und vielleicht in der letzten Szene segeln sie los, Richtung Westeros. Weil ich meine, es kommen danach ja nur noch 13 Folgen im Ganzen, also irgendwann muss sie ja mal nach Westeros gelangen, weil so wirklich viel Zeit ist jetzt auch nicht mehr. Also gut, jetzt sind es noch 18 Folgen, aber wenn sie jetzt diese Staffel, wenn sie Ende der Staffel erst, ja, keine Ahnung, also sie muss auf jeden Fall langsam Richtung Westeros. Und ja, wieso? Vielleicht sitzt sie am Ende gar nicht am Eisernen Thron. Ja, das ist ja auch, vielleicht was einige denken. Westeros. Ich glaube schon, also nach Westeros wird sie auf jeden Fall segeln. Da bin ich schon überzeugt, aber dass sie am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen wird, ja, nicht unbedingt. Das muss nicht unbedingt sein, das stimmt, das kann was anderes sein. Da ist an sich recht. Wir hatten derzeit mal was, wo wir so quatschen, kurz ein paar Transmog-Runs machen. Ja, das andere, also Arya Stark, ach, keine Ahnung, ich mag den Charakter sehr, aber ich frag mich halt, was das werden soll. Also das ist irgendwie so... Ja, keine Ahnung. Dann haben wir jetzt noch... Okay, sagen wir mal, die Eiseninseln, das ist jetzt durch, weil die bringen die Schiffe dahin. Okay. So, jetzt haben wir noch... ja, wen hätten wir noch? Jetzt mache ich das mit Sansa Stark. So, jetzt war ja das mit dem... Ja, mit den White Walkern. Ja, das kann gut sein, dass am Ende einfach die White Walker alles überrennen. Ja, vielleicht. Das glaube ich erst halt nicht. Ich glaube, am Ende wird die entscheidende Person Jon Snow sein. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, Jon Snow wird am Ende die entscheidende Rolle spielen. Weil es ja immer noch... Es gibt ja immer noch das Gerücht, dass sein Vater ja nicht Ned Stark ist, sondern einer der Targaryen. Ja.
Und das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Naja gut, aber das mit Sansa Stark zum Beispiel. Wie fandst du denn das jetzt mit dem Peter Baelish? Also, dass er davon erzählt, dass der Onkel jetzt da große militärische Erfolge geschafft hat. Und ja, sie soll ihn jetzt aufsuchen. Und sie schickt ja jetzt Brienne dahin. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ganz einfach. Der Baelish ist ja nicht nach Winterfell, sondern an die Festung gekommen. So. Und da hat sie ihn ja getroffen. Und dann hat sie ihn ja erstmal zur Schnecke gemacht, weil, ja, sie wurde ja da von den Boten ein bisschen böse da angegangen. So. Die Vergewaltigungsszene hat ja alles ausgesagt. So. Ja, so. Und dann wiederum. Moment, ich muss ein bisschen leiser machen. Wo habe ich's? Was da? Dann wiederum war es ja so, dass er jetzt erzählt, also er hat ja erstmal davon erzählt, dass Snow geht doch mit dahin. Richtig, ja. Snow geht mit dahin. Sicher? Ich habe gerade Brienne geht nur erstmal. Ah, kann sein, dass Sansa da bleibt und er geht zusammen mit Brienne. Ja, das kann sein, ja. Aber sagen wir mal, Kleinfinger, so heißt er glaube ich im Deutschen, oder Littlefinger, also dieser Baelish, der hat jetzt die Wahrheit erzählt. Und der Onkel ist jetzt wirklich irgendwie da erfolgreich geworden. So, was ich aber nicht ganz glaube. So, was verspricht er sich davon? Glaubt er wirklich, dass er Sansa Stark nochmal irgendwie in seine Finger bekommen kann? Das glaube ich nämlich nicht, weil Sansa Stark einfach so stark jetzt geworden ist, dass sie ihm, glaube ich, nicht nochmal verfallen wird. Da kann er noch so viel erzählen. Er hat seinen eigenen Plan, ja, genau. Aber was soll der Plan sein? Also, der Typ ist. Ich fand ihn halt von der ersten Staffel an eigentlich immer interessant. Wobei, gab es schon in der ersten Staffel? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ja. Ich fand ihn an sich halt immer wirklich interessant. Ist ein interessanter Charakter. Nur frage ich mich halt, was das jetzt werden soll. So. Er hat jetzt den Arryn ja hinter sich. So. Und die Arryns, also sprich der Sohn da, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Rob, glaube ich, heißt der, oder? Müsste nachgucken, habe ich aufgeschrieben. Naja, auf jeden Fall, der hat ja gesagt, er würde dann Sansa Stark theoretisch helfen. So, und die brauchen jetzt noch Verbündete im Norden, damit sie halt gegen Boltons, also gegen Ramsay Bolton da vorgehen können. So. Aber. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Falle ist, ehrlich gesagt. Ich habe nicht im Gefühl, dass das wirklich stimmt. Und ich. So sehr ich diesen Ramsay Bolton auch wirklich hasse, das ist so ein richtiger. Boah, ich meine, es ist ein überragender Charakter und Schauspieler ist auch gut, aber den Typen, den musst du halt einfach nur hassen. Das geht nicht anders. Das ist richtig ätzend, der Typ. Aber ich glaube trotzdem, dass am Ende der Staffel wird der immer noch leben. Weil irgendwie wird es da wieder eine Intrige geben. Und ich glaube, der Baelish wird da was mit zu tun haben. Aber, ja. Aber wie gesagt, das finde ich nicht so. Es ist interessant, der Handlungsstrang, aber ich finde den Handlungsstrang in King's Landing eigentlich viel interessanter. Also gerade das mit dem High Sparrow im Deutschen Hoher Spatz, das finde ich halt richtig interessant, was das wird. Das Gerade. wird die Staffel noch erledigt. Glaubst du denn, dass die den einfach, also dass die, dass da zum Bürgerkrieg kommt und die machen den dann platt mit seinen Leuten? In den Büchern lebt noch die Mutter von den Starks, echt? Wie, aber Red Wedding hat es doch da auch gegeben, oder nicht? In Büchern. Also die Mutter, oder meinst du jetzt die Mutter, die Oma in dem Sinne? Ja, genau, die, richtig, vieles von dem, was ja jetzt in der Staffel läuft, das ist ja, das sind so in dem Sinne die Stichpunkte, die George R. R. Martin halt HBO da mitgeteilt hat. So, aber die Bücher kommen halt erst später. Das kann halt noch ein paar Jahre dauern, wenn man Pech hat.
Ich habe die Bücher, wie gesagt, eh nicht gelesen. Ich überlege aber damit anzufangen, weil mich die Serie einfach total begeistert. Und ja, Ende der sechsten Staffel vielleicht, einfach um ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu bekommen. Oder zumindest nicht zu lesen, vielleicht ein Hörbuch oder so. Weiß ja nicht, wie gut die Hörbücher da sind. Aber ja, okay. Aber da bin ich echt gespannt. Glaubst du denn wirklich, dass es einfach zum Bürgerkrieg kommt und die machen dann die religiösen Fanatiker da platt? Also, ich könnte dir sagen, was auf jeden Fall passieren wird. Was? Also, es gibt Trial by Combat. Ja, das weiß ich, genau. Und da soll ja dann, das weiß ich, da will sie sich dann ja rächen, die Cersei. Also Trial by Combat wissen wir ja schon. Ja, und also, ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es die Staffel noch passiert, aber der High Sparrow und deine Fanatiker, die werden auf jeden Fall noch sterben. Ich bin ja echt ein Riesenfan von dem High Sparrow, gerade weil der es hinbekommt, einfach so harmlos zu wirken und in Wirklichkeit im Moment der starke Mann in King's Landing ist. Das ist eigentlich der eigentliche König, weil, ja, Tommen, der Typ ist ja lachhaft. Also, der hat hier überhaupt keine Macht. Also, der ist de jure der König und de facto ist es aber nicht. Und Cersei ist halt auf ihre Rache aus. Aber. Ja, ich glaube schon, dass er sterben wird. Der Berg regelt das schon. Ja, der Berg war krass, was? Als das mit dem, wie hieß der? Der aus Dorne. Hieß der? Oberen, was? Oberen irgendwas. Ja, aber auf jeden Fall, das kann sein, ja. Aber was ich mich halt frage ist, Cersei geht doch jetzt ein Risiko ein, oder nicht? Sie sagt jetzt, ja, okay, wir machen jetzt ein Zweckbündnis und ihr bringt jetzt, also hier die Tyrells, ihr bringt jetzt eure Einheiten nach King's Landing und dann machen wir die platt. Aber was ist denn dann, wenn die Einheiten da sind? Dann können die Lannisters doch nie im Leben an der Macht bleiben. Also dann laufen die doch Gefahr, dass sie von ihren eigenen, sag ich mal, ihrem eigenen Bündnis dann platt gemacht wird. Oder glaubt man wirklich, dass die Tyrells dann Cersei Lannister unterstützen werden? Also, wenn der High Sparrow weg ist. Genau, Prinz Oberyn, ja, genau. Ich meinte den Nachnamen. Prinz Oberyn wusste ich, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das Königshaus heißt. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil also ganz ehrlich, die Tyrells, die hassen die Lannisters bis zum geht nicht mehr. Gerade Cersei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nett ausgeht. Also, keine Ahnung. Da bin ich echt gespannt. Also, oder ob vielleicht Cersei am Ende stirbt, dieser Staffel. Weil sie eben von den Tyrells dann, nachdem das mit dem High Sparrow durch ist und mit den Fanatikern, weil die dann eben putschen dann. Weil ich meine, wenn die ihre ganzen Einheiten dahin bringen, wer will die dann aufhalten? Da ist doch nichts mehr, oder gibt's da noch eine große Armee? Eigentlich nicht, oder? Die Lannister haben da eigentlich fast nichts mehr. Haben die Lannisters noch eine Armee? In Königsmund sind doch nur die paar Einheiten da, hier die Königswache und so weiter. Und die kann ja auch nichts ausrichten, also. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, wie gesagt, Arya Stark bin ich mir nicht sicher. Bei der Geschichte glaube ich, dass die Tyrells putschen werden. Also, dass es hinterher, also eigentlich einen Hinterhalt nach der High Sparrow-Geschichte geben wird. Ja, um Bran Stark frage ich mich, wo das hingehen soll. Also, die flüchten jetzt, aber wohin? Wohin will der jetzt flüchten? Ob nicht noch viel nackte Haut gezeigt wird. Naja, ihr habt die Szenen da mit dem Schwanz gesehen oder jetzt da mit den Titten da, als das mit Arya war. Da hat Rocket Beans irgendwie auch so gesagt und hat dem Motto, ja, das machen die jetzt so ein bisschen einfach um, ja, um die sexuellen Bindungen
Bildchen dazu bringen, die man irgendwie an Abstrichen gewohnt ist von der Serie. Dieser halbe Porno, das ist ja irgendwie nicht mehr so wie früher. Du findest das mit Brandon langweilig, ernsthaft? Also ich finde das mit Rand Stark schon interessant. Ich frage mich halt nur, was jetzt passiert. Sie flüchten und was dann? Also, pff. Ja, und was haben wir sonst noch für einen Handlungsstrang? Das war's da eigentlich, oder? Hast du mal irgendwas, was dich jetzt interessieren würde, Markus? Also so, was die Handlungsstränge angeht? Also ich weiß es nicht. Ich bin halt auf diese Sache mit dem Boten gespannt. Ob der halt wirklich am Ende noch drauf geht in dieser Staffel oder ob der wirklich noch irgendwie am Leben bleibt und andere sterben dafür. Ich glaube nicht, dass Boten derjenige wird, der stirbt. Die Staffel. Glaubst du denn, dass Sansa stirbt? Nein. Glaubst du denn, dass es einen Kampf gegen die White Walker geben wird, noch diese Staffel? Nein. Glaubst du, dass Jon Snow stirbt? Ein weiteres Mal? Ja. Natürlich. Im Kampf gegen den Bolton, ja? Gegen Ramsay? Nein, ich glaube, diese Wiedererweckung war nur eine Wiedererweckung auf Zeit und er fällt einfach tot um. Das hätte ja was, oder? Sagt ihr, macht ja, tut mir leid. Hast leider nur Trial-Status. Ist leider ausgelaufen. Nein, die Lady in Red stirbt und dann stirbt auch Jon Snow. Ja, die Frage ist halt, wie mächtig die halt wirklich ist, weil sie ja eigentlich als Stannis gestorben ist. Ich weiß nicht, es kam mir halt so vor, als hätte sie irgendwie jegliche Überzeugung verloren und sie glaubt auch nicht mehr an ihre eigentliche, sag ich mal, Bestimmung, also dass sie da diesen Auserwählten da finden kann. Weil Stannis war es ja nicht. Jetzt hat sie ja Jon Snow gedacht. Da ist der auch gestorben und ja. Ja, aber Khaleesi ist doch die Auserwählte. Ja, aber nicht aus ihrer Sicht. Ja, wenn die. Ja, aber wo sollte die sterben? Ja, vielleicht. Okay, wenn das wirklich zum Kampf mit Ramsay kommt. Ja, Tyrion war halt schon immer cool. Ne? Das war schon immer ein genialer Charakter. Nur. Ja, okay. Der aber, wird sterben. Nee, aber nicht diese Staffel. Das können die nicht machen. Da ist der Aufschrei. Das machen die nicht. Also tut mir leid. Du meinst, du wieder Aufschrei bei Jon Snow? Ja, aber da haben sie es ja nochmal gerettet. Du fandest es ja schon scheiße, dass er wiederbelebt wurde, Jon Snow. Ja, weil es ja... Denkst du, der die Welt besteigt? Ich finde Tyrion auch großartig. Gerade wie er da versucht, warte mal, das bestimmt jetzt. Achso. Es muss doch jede Staffel irgendein. Irgendein großer muss sterben, ja. Irgendein beliebter Charakter sterben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Chance größer ist, dass Cersei Lannister stirbt, als dass. Cersei Lannister ist aber kein beliebter Charakter, sondern ein verhasster Charakter. Es muss immer ein beliebter Charakter sterben. Ja, aber Tyrion, da trauen sie sich nicht dran. Nicht so früh. Was heißt nicht so früh? Der ist seit der ersten Staffel lang. Ja, aber der ist einfach. Der Typ ist cool, ohne den geht's nicht. Ja, und genau deswegen wird er sterben. Genau deswegen wird er einen grausamen Tod erleiden. Ja, vielleicht. Ich will's mir nicht vorstellen, und Tyrion, oh ne. Ja, beim Zeichen mit Meereen, also, ja, keine Ahnung, Meereen ist aber auch so aufgeweicht im Moment. Ich meine, ja, jetzt haben die da erst ein bisschen Frieden geschlossen. Pff, ja, ist halt die Frage, vielleicht passiert da ja auch noch was, vielleicht kommt es ja dann doch noch wieder irgendwie zu Angriffen und die bringen ja die Missandei um.
Oder, achso, das war schon auf Heroic, okay, deswegen. Ja, die bringen die Miss Sandei um oder hier den, wie heißt der, Grauer Wurm oder sowas da, dass die beiden da irgendwie drauf gehen. Ah, Tyrion, da werden sie nicht dran gehen. Nee. Nicht so früh. Vielleicht in der letzten Staffel. An der vorletzten. Ja, aber sonst, ja, keine Ahnung. Ich fände es halt schade, wenn so viele Fragezeichen am Ende wieder übrig bleiben würden. Also gerade das mit Ramsay Bolton, das muss einfach durch sein. Der Typ muss einfach draufgehen oder zumindest muss er gestürzt werden. Von mir aus müssen sie ihn nicht töten. Er kann ja von mir aus auch gefangen genommen werden und was dann auch immer dann mit dem geschieht. Aber der Rickon vor allem, der darf nicht sterben. Also Rickon Stark finde ich schade, ehrlich gesagt. Und was ich auf keinen Fall will, ehrlich gesagt, da habe ich echt so ein bisschen Schiss vor, dass es so eine Szene gibt, ja, wie das mit Sion Graufreud damals. Also wo er dann. Das können die einfach nicht machen, weil der Junge ist ja wie alt, 12 oder so, da können die keine krasse Szene zeigen, dass der Ramsay den dann irgendwie mega quält oder noch schlimmere Sachen macht. Das hoffe ich nicht, dass sie so weit gehen, ehrlich gesagt. Da wäre der Aufschrei, glaube ich, noch größer als das mit der Vergewaltigungsszene. Da war ja schon großer Aufschrei in der letzten Season. Ja, gut, Rickon Stark ist jetzt nicht so wichtig für die Hauptstory, das ist klar, aber. Also, wenn er stirbt, dann bitte nicht brutal. Geht da irgendwie so drauf. Es sind halt viele Fragezeichen. Aber ich muss ja echt sagen, am Anfang, am meisten an der Staffel am Anfang hat mich halt das mit Daenerys Targaryen, das hat mich einfach komplett genervt. Also, das war so, ja, keine Ahnung, sie ist jetzt wieder bei den Dothraki und da wird sie dahin geschleppt und sie sagt immer, sie ist die Geilste und die anderen sagen, wir ficken dich und ich habe echt gedacht, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter und. Den braucht doch keiner, ja. Aber im Moment ist er halt für Ramsay noch ein absolutes Druckmittel. Okay, Daniel hat auch den Warcraft-Film eben gesehen. Aber was ich mir so ganz schwierig vorstelle, wenn sie jemals, wenn die Serie rum ist, wenn sie so eine Art Prequel als Kinofilm oder so machen würden. Ich glaube, sowas geht gar nicht. Ich glaube, das sollten sie mir lieber sein lassen. Zum Beispiel irgendwie, wie kam es dazu? Zum Beispiel das, diese Szene da mit dem Turm und so weiter. Aber, ja. Ich warte ja immer noch darauf, dass Sascha noch kommt und erzählt, wie der Film war. Aber dafür ist noch zu früh, wenn die um 8 Uhr rein sind. Wenn die im 8:1 sind, fünf Auto fast 3 Stunden, Ja, ich glaube, der dauert auch relativ lange. Ja, ja mal gucken. Ist halt morgen dann. Also, ich darf auf keinen Fall was spoilern, aber. Ja, so richtig spoilern kannst du bei dem Film ja auch nicht. Oh, bitte nicht Spin-offs. Oh Gott. Ich weiß nicht. Also, kommen wir mal weg von Game of Thrones. Habt ihr mitbekommen, was jetzt für Serien dieses